So, meine Lieben, es geht heute los auf eins der höchsten Pässe hier in den französischen Alpen. Jo, wir haben uns jetzt hier versammelt vom Ibis Hotel. Der Olaf, meine Wenigkeit, der Alex, der Achim und die anderen Mitfahrer. Ja, jetzt warten wir noch auf zwei, drei Leute, die sind noch tanken und dann geht's los. Heckkamera, Helmkamera läuft über Fernbedienung, damit ich ein bisschen die SD-Karten sparen kann, schonen kann. Insta 360 habe ich hier montiert, auch über Strom. Ja, auch über Fernbedienung. So, wir fahren jetzt hier nach Avenue du Professeur Fauduce Briancon. Das ist unser Endziel, da ist das Hotel. Ja, ist immer so aufregend, ne? Von Hotel zu Hotel. Mal gucken, wenn man hier auszieht. Hast du alles eingepackt. Dann hier auch gerade mit den ganzen Kameras. Vor allen Dingen, wenn du dann so ein paar Leute dabei hast, die jetzt nicht zu unserer Kurventura Sauerland Gruppe dazugehören, die immer wissen, dass der Ride Alone mit seinen Kameras noch ein bisschen rumfummeln muss, bis alles läuft. Hier muss ich mich wirklich an die Gruppe halten, alles rechtzeitig startklar haben. Deswegen habe ich bis hierhin auch nur mit der Helmkamera gefilmt. Ja, aber heute, wie gesagt, der erste große Pass, oder die ersten zwei großen Pässe, der Iseran und der Galibier. Ja, verzeiht mir meine französische Aussprache. Ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Jo, einer hatte sich auch schon dann bemerkbar gemacht, wegen DSGVO. Er möchte nicht gefilmt werden. Akzeptiere ich natürlich auch, respektiere ich. Jo, werde ich mich von ihm fernhalten oder denjenigen dann eben rausschneiden. Ja, jetzt geht es erstmal raus aus dem Getüdel. So, jetzt haben wir auch das BMW-Navi am Start. Ja, Sprit ist recht billig in Frankreich, so um die 1,50 Euro. Für Super 98, E5, 95 haben die hier gar nicht. Entweder E10 oder E5 mit 98 Oktan. So, wenn Kali uns hier eine andere Route anzeigt, wie wir eigentlich gerade fahren, dann nicht wundern. Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach nur das Ziel angegeben, weil, ich sag mal, den offiziellen Tourenverlauf, den kennt jetzt hier nur unser Tourguide, der vorweg fährt, der Horst. Ja, und Kalimoto macht ja jetzt hier seine eigene Tour, die kurvige Tour, aber die wird sich hundertprozentig nicht mit der decken, die wir jetzt hier fahren. Ja, es sind so rund 280 Kilometer heute, 270 oder was, können vielleicht auch 300 werden, je nachdem. Schauen wir einfach mal. Ja, vor uns der Achim und der Alex, hinter uns der Olaf und die RS möchte nicht gefilmt werden. Jo, von vorne geht aber klar, ne? Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. Oh, vielleicht sogar ein Ballönchen, ein Heißluftballon. Kannst du nicht so einen goldenen Ballon geben, wo wir die Fotos gemacht haben? Was sagst du, Olaf? Da gab es doch irgendwie so einen goldenen Ballon oder sowas, ne? Ja. Wo wir auch irgendwie drauf kurz angehalten haben. Keine Ahnung. Ist der Alex auch im Misch, oder? Ja, ich habe auf leise gestellt, aber ich krieg mich gleich aus. Ja. Alex hat ein Ohrenproblem. Ja, schlecht hören konnte er schon. Das ist schon geil, ne, die Ansicht. Ja. Also das Wetter ist auf jeden Fall auf unserer Seite, ne? Jo. Zwölf Grad, sagt die BMW hier unten. Jo. Beziehungsweise auf 600 Meter Höhe. Ja,
frei, Achim? Ist alles frei, alles frei. Sein Reifen. Jetzt braucht ein Auto. Ja, wir sind alle durch. Drei Autos. Alle von uns durch. So, erstmal langsam wieder reinkommen hier. Der Flow muss jetzt mal gucken. Der Flow muss wieder kommen. Schön. Jo, das sieht ja klasse aus da geradeaus. Ja. Oh Jungs, ey. Ist er frei? Ja, Auto sind immer mehr. Nach dem Roten ist frei, aber von oben kommt schon wieder einer. Und weiter. Kreisverkehr. Was war das denn? Das war ich aus Versehen. Schon 1000 Meter hoch.
geht schon wieder los. Das jawohl. Darf doch wohl nicht wahr sein. Phoenix, Phoenix. Frei. Ja, jetzt kommt einer. Aber langsam. Oh, oh, oh. Der ist ja mutig. Fahrradfahrer hier im Wald, schlecht zu sehen. Oh ja. Vielleicht sollte er grüne Kleidung anziehen, so Tarnanzug oder so. Das wäre vielleicht besser. Die Fernbedienung von GoPro ist auch für den Arsch. Jetzt hat er eine Kamera verloren. Einfach so. Hey, hat einer aufgehört aufzuzeichnen oder wie? Nee, ich habe ja vorhin Play gedrückt, sondern habe ich Stopp gedrückt. Immer noch zwei Kameras verbunden. Da habe ich Play gedrückt, da habe ich gesehen, meine Helmkamera hat er aber nicht gestartet. Oh. Jetzt zeige ich mir aber hier zwei Kameras an, die laufen. Da habe ich die Fernbedienung ausgemacht, nochmal suchen lassen. Jetzt hat er nur die hintere gefunden. Ja gut, die hinten ist ja schon mal gut. Da komme ich nämlich nicht dran. Das ist so blöd dann wieder mit dem Synchronisieren. Ja. Muss wieder ein paar Mal klatschen. Ja, geht ja nicht während der Fahrt. Ich kann ja mal im Lenker festhalten, warte, komm an. Ach, schön hier. Jo. Ein Fuchs. Wow, ein Fuchs ist mir vor der. Ja? Vor die Flinte, ja, 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 aber war sicher knapp. Also erschrocken habe ich mich, aber gut. Deswegen muss hier nicht zu schnell herfahren. Eine Brücke. Juhu. Drei vorne. Ja, Alex hört nichts. Von oben kommt nichts. Auto von oben. Ja, Olaf ist durch. Ja, ja. Werde ich mir später ein Video angucken müssen. Tja, als Zeit für Fotos. Olaf, siehst du, ob die hinten läuft? Oh, wir müssen hier näher ranfahren. Ja, ja, machen wir ja gleich hier, bestimmt. Ah ja. Hier geht's ja ganz wieder langsam. Oder hält er jetzt hier ran? Nee. Nee, 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 glaube ich nicht. Ist hier, ne. Also ich zeige zumindest irgendwas an. Da läuft was. Ja, das ist doch gut.
Ja, zählt auch weiter. Ja, ja. Auto, so geht das immer. Öl abbiegen. Vorsicht, du hast den Heizbett hinter dir, ne? Warum hat der denn jetzt überholt? Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich bin ich zu langsam oder so, keine Ahnung. Ich versuche halt vorsichtig zu fahren und das passiert wohl nicht. Oder er will sich wichtig tun, vielleicht kann es auch anders sein. Oder er will doch auf Kamera. Genau. Hätte ihm vielleicht sagen sollen, dass ich auch eine Kamera habe. Kannst du mal eben so einen DSGVO-Zettel rüberschmeißen? Da kann er mal während der Fahrt ausfüllen. Oh, das ist aber, glaube ich, 180 Seiten lang. Ja, da was zu lesen bei der Fahrt. Also scheint es immer sonst zu langweilig. Spit. Ja. Fahrräder.
gibt es so viel im Sauerland, Chris. Meter. Guck mal, das. Das ist schlecht anzuhalten. Also, er mit Dreck von hier weg hier. Die dicken. Da rufe ich mal einen kleinen Wiesel hier. Was? Oh, die ist so aus. Die 800er oder was? Nee, die ist auch schon wendiger. Schon da? Ui. Wie, wir sind schon da? Ja, ist doch oben hier schon, oder nicht? Der erste Pass. Macht der jetzt hier eine Pause, oder was? Noch wenig. 44 Minuten gefahren, ne? Doch. Oder? Ja, doch, tatsächlich. Jetzt schon? Coldest Seas.